Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir geben uns heute das vierte Interview von Seven Worlds Wild, nachdem die Kandidaten abgeholt worden sind. Wir haben uns gestern Fritz angesehen, wo er uns erzählt hat, dass er im Regen getanzt hat und den Helikopter gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, was Joris zu erzählen hat. Ironischerweise hat Joris die kürzeste Folge des Behind the Scenes bekommen. Mit 6 Minuten 47 ist das die kürzeste Folge des Behind the Scenes, obwohl er den meisten Redeanteil quasi in der Serie hatte. Zufall, ich weiß es nicht. Ich freue mich aber sehr drauf. Ich fand Joris sehr sympathisch in der Serie. Und gerade ihm jetzt nochmal hiernach zu hören als einzigen Nicht-Influencer quasi, ist es nochmal super interessant, glaube ich. Das hier ist das vierte Video der siebenteiligen Interviewserie mit den Teilnehmern von Seven vs. Wild Staffel 2. Viel Spaß mit dem Interview von Wildcarder Joris. Danke, ich bin sehr gespannt. Oh, ich hoffe, er redet ein bisschen über die Reaktion, als er die Wildcard gewonnen hat und so. Das würde mich interessieren. Und ich möchte gerne, dass Dave einmal, okay, krass, sagt. Staffel 2 war deutlich extremer. Der Standort hat sich geändert und es gab unterschiedlich viele Gegenstände für die verschiedenen Teilnehmer. Wie hast du dich auf das Ganze vorbereitet? Okay, meine Vorbereitung war primär theoretisch tatsächlich. Also ich habe viel gelesen über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt, um halt vor Ort zum einen viel zeigen zu können und zum anderen halt auch Nutzpflanzen zu finden. Denn wenn du weißt, welche Pflanzen essbar sind, dann ist es vor Ort ein großer Vorteil, falls du kein Feuer anbekommst. Ja, wie habe ich mich noch vorbereitet? Natürlich einen Haufen YouTube-Videos geguckt. Ich finde, Joris kommt so sehr eloquent rüber immer, wenn er redet. I don't know. Dokus und sonstiges Zeug. Also war alles Mögliche dabei. Ich war auch mal auf dem Acker und im Wald, habe ein bisschen was an Shelterbau geübt. Aber nicht wirklich viel. Ich habe auch tatsächlich hier mein allererstes richtiges Shelter gebaut. Krass. Ich glaube, also, damit ist er der Einzige. Ich glaube, Knossi hat auch geübt mit der Hängematte und gut, das war halt sein Shelter, ne? Aber hat er ja mit Survival Muddy ein bisschen geübt gehabt. Theoretisch, krass. Tatsächlich, ja. Im Vergleich zu Staffel 1 gab es aber noch eine große Änderung. Wie war der Drop-Off-Tag für dich? Ja, also der Morgen war wirklich besonders, weil ich habe relativ gut geschlafen tatsächlich. Das erste krass. Mal seit Tagen. Ja, es war ein bisschen so wie so im Film, sage ich mal. Also es war ganz, ganz komisch. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war einfach geil. Also dieses Feeling, wie du da in den Bus steigst und dann fährst du zum Flughafen, fliegst du mit dem Flughafen, fliegst du mit dem Flugzeug rum, ist geil. Und auch der Drop-Off natürlich vom Heli war absolut atemberaubend. Da wäre ich schon, ich habe schon gesagt in meiner Reaction, aber ich hätte in der Luft gedrückt. Ich wäre aus dem Heli gesprungen, hätte gedrückt, holt mich ab wieder. Bitte, in der Luft, ich wäre so einfach wieder, wieder hochgebeamt worden. Richtig, richtig geil, hat so Spaß gemacht. War Bombe, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nach dem Drop-Off. Joris hat gerade Bombe und Flughafen in einem Satz erwähnt. Schwierig. Fliegen die Helis von dir weg und du bist zum ersten Mal richtig alleine. Wie war das für dich und was waren deine ersten Schritte? Also tatsächlich war das allererste, was ich gemacht habe, von links nach rechts zu checken, was kann ich alles nutzen, was kann ich wie nutzen, was gibt es vor Ort auch an Müll, an Pflanzen, an Tieren, was kann ich verwerten, was vielleicht nicht und welche Möglichkeiten gibt mir das Ganze, sodass ich erstmal einen groben Überblick habe. Dann war mein Plan, 20 Minuten den Strand abzusuchen, das habe ich auch getan. Ja, lief alles super. Jetzt, ja. Und die Isolation, die damit einherging, die war... Im Hintergrund stirbt einfach so ein Hühnchen gerade irgendwie, habt ihr es gehört? Tatsächlich ziemlich easy. Also ich hatte damit weniger ein Problem, alleine zu sein tatsächlich. Ja, es war natürlich eine extrem neue Situation und das erste Mal, dass es so wirklich in dieser Situation war. Aber so, ja, war eigentlich geil. Ich sag's, es ist einfach mal... Ruhe und man hat Zeit für sich selbst, man kann sich auf Dinge konzentrieren, Projekte im Kopf abarbeiten, das ist geil. Okay, Isolation war okay. Also kein Riesenproblem für dich. Wie bist du aber mit den Tropenstürmen umgegangen, die an Tag... Und wie war eigentlich dein Feuer, Joris? Tag 3 angefangen haben. Der Donner ist bis ins Knochenmark durch, das war wirklich geisteskrank. Krass, haben alle gesagt, ja. Das kann man nicht anders sagen. Das war wirklich, wirklich krass. Und ja, es war eine extrem... geile Situation irgendwie, weil man genau gewusst hat, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt werde ich richtig rangenommen von Mutter Natur. Und es war halt auch irgendwo, war gut. So, das hat wirklich Spaß gemacht, weil es dann wirklich herausfordernd wurde. Okay, Joris, jeder wie er mag. Und für mein Shelter war es nicht ganz so geil. Das musste ich dann umziehen, ich glaube an Tag 3 oder 4. Aber nicht zuletzt halt eben auch durch die Gezeiten. Trotzdem, diese Gewitter, die haben halt so ein Ambiente gegeben von Survival und ja, Überleben, das war richtig gut. Was war dein persönlich größtes Problem in den 7 Tagen? Mein größtes... Ich hätte da einen Vorschlag. Können wir gerne alle drüber abstimmen. Das Problem war tatsächlich, mit Misserfolgen umzugehen. Ach so, okay, ja, okay. Okay, also, ja,
Stimmt, true, okay. Hatte zum Beispiel einen Feuerstahl dabei. Mhm. Der hat die ersten 3 Tage gar nicht funktioniert. Ich habe kein Feuer anbekommen, was mich so gefrustet hat, weil ich war in Deutschland, ich habe geübt mit trockenem Gras, mit allem Möglichen und selbst mit den Kindern, mit denen ich es geübt habe, hat es immer problemlos funktioniert. Gar kein Problem. Jetzt bin ich dort gestanden, habe es 4 Stunden lang versucht und es hat einfach nicht geklappt. Das war sehr frustrierend, aber insgesamt war das dann auch irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, fuck it, geht weiter. Und dann war aber zu dem Punkt zu kommen, okay, ist schwer, glaube ich. Dieser Umgang mit Misserfolg war das, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, auch in dem Bezug, dass zum Beispiel mein Feuerstahl dann an Tag 5 von den Wellen mitgerissen wurde. Und was nimmst du Positives aus der Woche mit? Ja, also die positiven Sachen sind natürlich mal wirklich alleine zu sein in der Natur. Das ist atemberaubend. Du hast irgendwie so viele Eindrücke und gleichzeitig auch so wenige. Das ist wirklich... Boah, das war ein schöner Satz. Also das, was ich meinte, Joris ist sehr eloquent, wie er sich ausdrückt, finde ich. Das ist so ein Erlebnis. Ich glaube, das haben ganz, ganz wenige Leute. Und dafür bin ich halt unglaublich dankbar. Was soll ich dazu sagen? Safe. Das nehme ich auf jeden Fall mit, dann dieses persönliche Wachstum, das man dadurch auch mitmacht, definitiv. Also man lernt Sachen über sich selbst kennen, das hört sich jetzt so ein bisschen psychotatenmäßig an, aber ist krass. Also wenn man mal wirklich Zeit hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und halt ja auch Zeit hat, über Dinge nachzudenken, die im Alltag nicht so die Zeit finden, ist geil, richtig geil. Gab es für dich in diesen 7 Tagen mal einen Moment, an dem du ernsthaft überlegt hast, den Knopf zu drücken? Ich sag ja, ich sag zweimal. Und dich abholen zu lassen. Der Moment, an dem ich ganz safe abbrechen wollte, war tatsächlich an Tag 3, als es wirklich geschüttet hat. Und da hast du gemerkt, okay, jetzt geht es nicht um irgendwie so einen Dschungelurlaub. Er hat es einmal auch erwähnt auf jeden Fall gehabt. Oder so einen Strandurlaub, sondern jetzt geht es wirklich darum, zu campen, zu arbeiten, zu kämpfen. Du hast kein Essen, du hast Trinken aus einer Quelle im Urwald. Das ist nicht ganz so geil und vielleicht auch nicht ganz so bekömmlich für den Magen, wer weiß. Und da habe ich halt gemerkt, so okay, das ist nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern deutlich, deutlich krasser. Und auch alles, worauf ich mich vorbereitet hatte in der Vorbereitung, war für den Müll im Endeffekt. Also genau deswegen, es kam alles anders und da hatte ich dann die ersten Struggles, so okay, möchte ich abbrechen, aber der Wille durchzuziehen war viel zu krass und ich hätte niemals diesen gelben Knopf gedrückt, komme was wolle. Sehr starke Leistung. Du hattest ja glücklicherweise ein paar Gegenstände dabei. Welchen hattest du aber nicht dabei, den du gut hättest gebrauchen können? Also die Gegenstandswahl von mir war tatsächlich, finde ich persönlich gut, aber dadurch... Ich weiß gar nicht. Also er hat halt kein Feuer anbekommen. Vielleicht ein Feuerzeug, meint er das? Wäre cool für ihn gewesen. Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, ein Tarp vielleicht. Dass ich kein Feuer anhatte, bringt ja auch der Topf nichts. Und dadurch sind 2 von 3 Gegenständen schon mal hinfällig. True. Wenn ich noch einen weiteren mitgenommen hätte, wäre das vielleicht der Wasserfilter gewesen oder das Moskitonetz, je nachdem, was halt jetzt ausgetauscht wird. Stimmt, man muss dadurch basically sagen, dass Joris auch nur mit einem Gegenstand durchgekommen ist. Ne? Also er hatte ja die Machete und alles andere, was er mit hatte, hat er ja basically nicht benutzt, wenn man so drüber nachdenkt. Würde oder ist eigentlich halt lustig. Eben auch nicht. Aber so ein Moskitonetz wäre richtig geil gewesen, sag ich ganz ehrlich, weil die Moskitos, die haben einen aufgefressen. Auch die Sandfliegen, die wollten einen einfach töten. Das war unglaublich. Ihr habt eine Menge durchmachen müssen. Würdest du deinen besten Freunden so eine Erfahrung guten Gewissens empfehlen oder wünschen? Ich sag ja, 100%. Also ganz ohne zu zögern würde ich sagen, ey, mach doch einfach, was hast du zu verlieren? Du lernst was über dich selbst, du lernst, ob du so einer Extremsituation gewachsen bist, das ist extrem geil. Also das mal gemacht zu haben, ist wirklich ein unglaubliches, unglaubliches Privileg. Deswegen sofort. Hammer. Dann herzlichen Glückwunsch fürs Durchhalten und viel Spaß zurück in der Zivilisation. Geil, danke dir. Danke, danke. Ey, Joris, hier im Interview nochmal richtig, richtig sympathisch. Ich fand ihn in der Show ja auch schon sympathisch, aber hier kam er nochmal richtig sympathisch und wie gesagt, sehr eloquent, sehr intelligent irgendwie rüber. Weiß ich nicht, ich mag den. Ich denke, er wird auch weiter durchziehen mit seinem Podcast, den er macht, mit Livestream, mit Videos und so. Finde ich cool, keine Ahnung. Ich fand es sehr sympathisch und immer noch krass, dass das ein Wildcarder ist quasi, der es reingeschafft hat und jetzt am Ende von Seven Worlds Wild da steht, auf dem Siegertreppchen sogar auf Platz 2, ja. Krass. Sehr sympathisches Interview von Joris auf jeden Fall. Ich freue mich sehr auf morgen und ich freue mich einfach am meisten auf das Interview von Knossi logischerweise, ja. Aber auch Otto und Nova haben wir noch, die auch super interessant werden. Und ansonsten, Freunde, war es das schon für heute. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns morgen mit dem Interview von Otto, glaube ich, ist dran. Und habt einen wunderbaren Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und ciao.